Beitrag für Gewinnspiel von Hans Otto. Ein Audioverstärker mit möglichst wenig Teilen. Ich nutze 4 Bauteile. Und zwar habe ich hier einen Kondensator, einen Widerstand, einen Transistor und nochmal einen Kondensator. 4 Bauteile. 10 BF Eingangskondensator, 17,7 Kilo Ohm Widerstand, ein BT241 Endstufentransistor und ein 500 Mikrofarad 500 Volt. Hier ist das Ganze aufgebaut. Diese Kondensatoren ergeben 500 Mikrofarad. Ich habe den 500 Mikrofarad jetzt nicht da. Diese beiden Widerstände ergeben den 17,7 Kilo Ohm. Den müsste man irgendwie speziell herstellen lassen, aber so komme ich auf die gewünschten Werte. 27 Volt mal 0,19 Ampere, P ist gleich U mal I, ist gleich 5 Watt, also 5 Watt haben wir hier. 27 Volt mal 0,19 Ampere, 5 Watt, ungefähr aufgerundet oder so. Gut, der Verstärker funktioniert, er ist an meinem Labornetzteil angesteckt und hier hinten ist der CD-Player. Jetzt schalte ich den Verstärker mal ein und zeige, wie laut er ist. Das war der NF-Verstärker mit einem Transistor. Funktioniert einwandfrei. Beste Grüße, Stefan.